der Zombie hat die Jagdsaison auf mich eröffnet. Aber das ist mir scheißegal. Ah, da hinten steht's doch. Ich werde jetzt hier erst auf den Freund schießen müssen. Na dann komm mal her, junger Mann. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Meine Stimme, Alter, meine Stimme. So ein Wheel, habe ich nicht schon irgendwo ein Wheel gesehen? Hä? Aha. Ich kann also Teile auch removen. Aber mit dem Scrap Metal kann ich jetzt hier nichts anfangen. Alter, wie geil. Dann brauche ich einfach nur ein anderes Gefährt. Dann könnte ich dann Rad abmachen zum Beispiel. Und bei dem Scrap Buggy hier dran. Aber wo kriege ich hier ein Rad her? Rad, hallo. Ich brauche mal ein Rad. Also ein Radschlagrad und ein Rad. Wheelrad. Fahrrad. Oh ja, ein Fahrrad wäre geil, Alter. War ich in dem Eckhaus? Ach, drauf geschissen, Mensch. Ich brauche ein Rad. Industrial, Industrial, wo bist du? Moment, ist da drin nicht, nee, das war nicht hier. Scheiße! Oh, Baby. Hier könnte es doch durchaus was geben, hoffentlich. Aber die Hütte ist wohl wieder nicht begehbar. Hier. Nö. Scheiße. Vielleicht da hinten an dieser Scheune. Bin mir nicht sicher, ob da nicht auch sowas spawnen kann. Aber ich glaube nicht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Jetzt kommt man da nicht rein, oder was? Natürlich. Da kommt man rein. Verarscht mich doch nicht. Die ist kaputt. Okay. So, jetzt aber ein Wheel, bitte. Verdammte Axt. Was haben wir denn hier für Magazine? Nur Müll. Hier drin ist natürlich auch kein Wheel. Und hier haben wir zwei M1911 Magazine. Da hinten liegt auch kein Wheel. Nein. Aber ich gebe noch nicht auf. Irgendwo muss doch da eins sein. So leicht lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich brauche nur ein Rad. Das ist zu schaffen. Definitiv. Industrial, Industrial, Industrial. Wo finde ich dich, Alter? Oder irgendwo so eine selber zusammengebastelte Karre. Oder irgendwas anderes, wo ich ein Rad abmachen könnte. Da, genau. Aber das ist bestimmt nur Deko.
Das Ding ist bestimmt nur Dekoration. Jetzt habe ich einen Schuss gehört. Ja, Mann. Deko. Fuck you, Alter. Oh Mann. Aber der Schuss schüchtert mich jetzt ein bisschen mehr ein. Und wo sind die ganzen Zombies eigentlich? Nicht, dass ich mich beschweren würde, aber... Hä? Oder komme ich wieder nicht durch? Ach, das stinkt doch schon wieder nach Scheiße hier. Da ist das Fahrzeug so zum Greifen nah und dann sowas. Echt ärgerlich. So, was passiert, wenn ich da jetzt durchgehe? Da komme ich wieder nicht am Ende raus wahrscheinlich. Drum gehe ich lieber ganz außen rum. Muss ich mir da wenigstens keine Sorgen machen, dass ich nicht wieder reinkomme. Nischt, 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 nischt. Ja, nischt. Auch nischt. Da. Wo schießt er? Ich höre dich klar und deutlich. Oh fuck, hier sind nicht ernsthaft mehr Leute noch. Scheiße, ey. Mit einem würde ich klarkommen. Ich weiß, dass er da ist, aber er weiß nicht, dass ich da bin. Aber zwei? Das ist mir... schon eher unangenehm. Nicht im Ernst. Der Kollege kann mich doch jetzt nicht ernsthaft gesehen haben. Alter, wo stecken die? Hier watscheln Zombies. Sind überall nur Zombies. Jetzt kommt der eine hier natürlich rein, da muss ich... Ah! Ich will jetzt aber auf keinen Fall schießen, Mensch. Ich will nicht, dass irgendjemand weiß, dass ich da bin. Oh, Double Barrel Shotgun. Ah. Jetzt bleibt er da noch stehen, oder? Oh mein Gott. Alter, ich habe gerade einen Verdacht. Ist das vielleicht der Vulkan? Ich könnte mir echt vorstellen, dass das vom Vulkan kommt. So. Das hast du davon. Von den Spielern hört man natürlich auch nichts mehr. Aber ist es jetzt wirklich so klug, hier mit allen Mitteln die versuchen zu finden und zu töten?
Oder wäre es nicht schlauer, einfach nach Sabrina abzuhauen? Mein Munition, tralala, Essen, Trinken. Ich hätte von allem genug. Ich glaube, dann entscheide ich mich doch lieber für die Flucht. Aber vielleicht nicht, Alter, an der Hauptstraße entlang, sondern lieber hinten, hinter den Häusern. Das ist vielleicht ein bisschen sicherer. Da ist ein Jägerstand. Oh fuck, Alter, da bin ich total Kanonenfutter, wenn mich jemand sieht. Hoffentlich bereue ich das jetzt nicht. Komm, geh rauf, Junge, geh rauf. Da liegt aber nur so ein Ad-Tretching-Tool. Schicke Brücke. Aber die betrifft uns nicht, nein. Wir laufen da weiter nach Sabrina. Die Bitte Sabrina. Oh yeah. Oh Sabrina. Alter, mit der Musik ist es richtig geil, ne? Ich hab ständig so eine leichte Gänsehaut. Und jetzt, wo ich die Schüsse gehört habe, ist die Gänsehaut immer dichter geworden. Essen, Trinken passt noch, muss ich noch nicht. Aber selbst wenn, ich hätte ja genug. Nur das Auto hätte ich so gern gehabt, Leute. Und da wird schon wieder spannend. Oh, fuck. Ich dachte, jetzt habe ich ein bisschen Ruhe und so, ne? Aber nee, nee. Geht wieder direkt spannend weiter. Schauen wir mal hier in dieses Apartment rein. Gleich als erstes, wenn sich's mir so anbietet. Oh, ein neuer Zug. Schön. Hat zumindest neue Waggons. 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 Ich sag Waggons. Waggons. Okay, ich versau voll die Stimmung hier. Mach ich jetzt mal Serious Gaming. Oh mein Gott. Serious Gaming. Und dann schreit er wie ein Mädchen. Hallo. Jetzt. Was zur Hölle war das jetzt? Jetzt wartet hier ernsthaft der Zombie vor der Tür, oder was? Und da sind auch welche drin. Warum sind da Zombies drin? Leute, ich glaube, ich habe einen Nachbar. Ich sage es wirklich nicht gern, aber ich glaube, ich habe einen Nachbarn. Und hier schwebt wieder der ganze Loot, dass ich ja nichts einsammeln kann, ey. Was haben wir denn hier? Zwei AK-Magazine mit Schalldämpf-Dingenskirchen auch noch. Nee, komm, ich gehe wieder raus. Ich muss weiter.